Volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer. Muss ich die Urlaubsabgeltung, die ich erhalten habe, der Rentenversicherung melden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe am 6. April 2023 eine Anfrage reinbekommen zum Thema EM-Rente und Hinzuverdienst. Und der Kunde oder der Informant, der sagt zu uns oder der sagt uns erstmal Danke für die guten Tipps auf Ihren YouTube-Kanal. Danke zurück, wenn es Ihnen gefällt. Meine EM-Rente ist seit dem 1. Dezember 2022 in eine Dauerrente umgewandelt worden und ich habe jetzt im März 2023 die Urlaubsabgeltung erhalten. Die Hinzuverdienstgrenze ist ja weggefallen, muss ich dies der Deutschen Rentenversicherung melden? Lieber Anfragender, erstens, die Hinzuverdienstgrenze bei der Rente wegen Erwerbsminderung ist nicht weggefallen. Also wir haben das so nicht behauptet. Das finden Sie auch in keinem unserer Videos und auch in den Textbeiträgen nicht. Sondern seit 2023 haben wir neue Hinzuverdienstgrenzen bei voller und teilweise Erwerbsminderung. Die sind nämlich ganz steil angestiegen. Ja? Das heißt also, bei einer vollen Erwerbsminderungsrente haben wir rund 17.800 Euro brutto anrechnungsfreien Hinzuverdienst ab 1.1.2023. Das zudem. Grundsätzlich ist jeder Rentenbezieher einer EM-Rente, der eine Tätigkeit aufnimmt neben der Rente und daraus einen Verdienst hat, verpflichtet, diese Tätigkeit und den Verdienst der Rentenversicherung zu melden. Sei es ein Minijob oder eine SV-pflichtige Beschäftigung. Das spielt keine Rolle. Und deshalb kann ich Ihnen nur raten, bitte melden Sie der Rentenversicherung die Urlaubsabgeltung, wenn Sie die auch im März 2023 erhalten haben. Denn die Hinzuverdienstgrenzen bei einer EM-Rente sind grundsätzlich nicht weggefallen. Im Übrigen gilt das Gleiche ähnlich auch bei Altersrenten, auch bei vorgezogenen Altersrenten. Ja, dort sind die Hinzuverdienstgrenzen weggefallen zum 01.01.2023. Da müssten Sie also praktisch einen Hinzuverdienst gar nicht mehr melden, aber Sie müssen zumindest die Aufnahme einer Tätigkeit der Deutschen Rentenversicherung melden. Das ist nämlich eine wichtige Information, die die Deutsche Rentenversicherung in ihrem System zu verarbeiten hat. Denn hieraus können sich nämlich beitragsrechtliche Ansprüche für die Rentenversicherung ergeben. Also im Kern nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage. Erstens, Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten sind nicht weggefallen im Jahr 2023. Bitte auf rentenbescheid24.de nochmal genauer nachlesen oder im Internet finden Sie viele Beiträge dazu. Und zweitens, ja, Sie müssen auf jeden Fall Ihren Verdienst, den Sie haben, der Rentenversicherung melden. Ob es dann zu einer Anrechnung auf Ihre EM-Rente für das Jahr 2023 kommt, ist eine völlig andere Frage. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.